Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr richtig schön deftige vegane Schinkennudeln machen könnt. Das Ganze ist in 15 Minuten gemacht und ist richtiges Comfortfood. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen und Nachmachen. Und wenn ihr mir noch nicht folgt, dann tut das doch gerne, aktiviert die Glocke und lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Danke euch und nun rein ins Video. Als erstes brauchen wir die Zutaten. Die genauen Zutaten und Mengenangaben stehen wie immer unten in der Infobox. Ich benutze für das Rezept den veganen Kochschinken von Green Force. Der hat auch 24 Gramm Protein auf 100 Gramm, was ich sehr gut finde. Alternativ geht auch Räuchertofu oder auch die Schinkenwürfel von Billy Green. Dann wollte ich euch diesen coolen Knoblauch aus meiner Region zeigen. Ist der nicht cool? Der sieht irgendwie aus, als wäre er alt und ausgetrocknet, aber der gehört sich so. Dann fangen wir an mit Zwiebelschälen und schneiden den in kleine Würfel. Dann der Knoblauch, ich habe mal so drei Zehen genommen. Wusstet ihr, dass ihr Knoblauch leichter schälen könnt, wenn ihr so mit dem Messer einmal drauf drückt? Manchmal halbiere ich den Knoblauch auch noch, um so besser an den Rand zu kommen. Dann lässt er sich super leicht abschälen. Dann nehmen wir unseren Schinken, so sieht er aus der Verpackung. Und den habe ich dann so übereinander gelegt und in Würfel geschnitten. Wenn die Pfanne heiß ist, kommt das Olivenöl dazu und dann werden die Zwiebelwürfel erstmal angebraten. Dann kommt der Schinken dazu, den habe ich so ein bisschen voneinander gelöst. Und das Ganze wird dann gut umgerührt. Dann kommt der Knoblauch dazu. Immer wieder auch gut umrühren. Dann kommt eure liebste pflanzliche Sahne dazu. Ich mag ja geschmacklich am meisten die Hafersahne von Oatly. Dann kommt etwas Gemüsebrühe dazu. Und ordentlich Pfeffer und auch etwas Salz. Was dem Ganzen einen käsigen Geschmack verleiht, sind Hefeflocken. Dürfen auf gar keinen Fall fehlen und von denen könnt ihr auch ordentlich reinkippen. Und was die Soße auch richtig reichhaltig macht, ist noch eine vegane Käsealternative, die schmilzt. Da benutze ich am liebsten diese Sorte von Simply Bee. Parallel werden dann die Nudeln gekocht. Ich habe so leckere Muschelnudeln entdeckt im Bioladen, die halb Vollkorn sind. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Oder was ist eure liebste Pastasorte? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, das interessiert mich sehr, da ich aktuell voll auf dem Nudeltrip bin. Zu dem Zeitpunkt sieht die Soße auf jeden Fall schon richtig gut und reichhaltig aus. Das Ganze wird dann nochmal nachgewürzt. Ich habe dann spontan auch noch einen Schuss Zitronensaft dazu gegeben für etwas Säure und Frische. Und auch eine Kelle Nudelwasser. Dann kommen die gekochten Nudeln dazu. Das Ganze wird vorsichtig vermischt. Dann ist das Ganze auch schon fertig. Mich würde an der Stelle sehr eure Meinung interessieren. Ist euch sowas zu junkig oder esst ihr auch gern manchmal vegane Hausmannskost? Ich muss sagen, auf eine vegane Schinkenalternative habe ich hier lange gewartet. Genau für solche Gerichte. Ich finde, das ist einfach so Comfort Food. Musik
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt Bock, das Ganze nachzumachen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben dazulassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis bald. Ciao.